diese Verletzung, Herr, der Verletzung. Ja, bitte. Aber das Mikrofon bitte, wenn es geht. Eine Frage zur Hand selbst. Wenn eine Hand alle Fingergelenke kaputt hat, was raten Sie? Raten Sie noch zu irgendeiner OP oder beruflich bedingt, nicht Arthros bedingt? Aber Arbeit macht die Gelenke nicht kaputt, oder? Oder? Also ich rate weiter Arbeit. Weiter Arbeit. Bewegung schadet nicht, ja? Nein, aber die Arbeit, wenn wir jetzt so weit kommen, Sie müssen sich mal vorstellen, Sie sind etwa 60, 70 Orthopäden hier drin. Wenn wir jetzt so weit kommen und sagen, dass die Arbeit die Handgelenke kaputt macht, da wird morgen kein Mensch kommen. Ne? Da ist die Klinik zu. Aber unabhängig davon, trotzdem. Die Hand, also Bewegung schadet nie, das erstmal ganz davon ab, aber man müsste natürlich schauen. Also wenn die Hand dann funktionsunfähig wird durch das zerstört oder die zerstörten Gelenke, muss man natürlich was machen. Da muss man sich dann überlegen, inwieweit man da mit prothetischer Versorgung vorgeht oder im distalen Bereich sogar mit Versteifung. Das wäre da dann das Mittel der Wahl. Aber die Versteifung wäre in dem Fall sehr schlecht. Das muss man natürlich individuell anpassen. Bloß denn dann funktioniert die Arbeit als Physiotherapeutin nicht mehr. Also das ist dann immer das große Problem. Letztendlich ist es aber im Endgelenksbereich schon noch möglich, auch funktionell ohne wesentliche Einbußen nach einer Gewöhnungszeit sicherlich sowas zu versuchen. Aber es ist nicht einfach, muss man hier klar sagen. Bitte weitere Fragen? Ja. Kollege, Sie kriegen das Mikrofon. Eine kurze Frage an Herrn Schabowski. Die Ergebnisse der TFC-Versorgung, also veraltete, sind sehr schlecht. Also ich habe noch keine gute gesehen, wenn ich so sagen darf. Gut, bei Frisch ist was anderes, aber wenn man wirklich das Uhr sieht, nach einem Jahr sowas versorgt, diese Ergebnisse sind wirklich nicht gut. Sehen Sie schon auch eine Indikation für wirklich schlechte Ergebnisse, auch eine Kampagne-OP, oder ist das schon out? Nee, das macht man immer noch. Das Problem ist, dass man letztendlich bei dem TFC-Komplex natürlich eine dreidimensionale, sehr komplexe Struktur hat, wo natürlich auch einiges außerhalb des Gelenkes hat. Der Problem, man macht sechs Strecks, einfach als Beispiel. Carpangi ist eine Notoperation. Wenn alle Stücke reißen, muss man an sowas denken. Aber das ist gerade eine Frage, die auch auf den Handkongress regelmäßig diskutiert wird. Wenn es gerade um diese Refixationen geht, diese reinen Kapseln, kapsulären Refixationen. Die alten Dinger sozusagen. Dankeschön. Zum Überlegen, vielleicht entstehen ein paar Fragen noch und wir haben 15 Minuten Pause für den Kaffee und nach 15 Minuten sehen wir uns hier wieder und machen wir mit der Operation weiter.